Willkommen zurück, ihr lieben Freunde meines Kanals, hier zu Cyberpunk 2077. With a little help from my friends. Begib dich zu den Nomaden am Bahnübergang. Okay, das machen wir. Klingt leicht, klingt machbar. Klingt nach etwas, worauf ich jetzt Bock habe. Klingt vor allem danach, dass wir hier endlich mal weiterzocken. So, Wasser nehme ich noch mit. Ne, Wasser kann man immer gebrauchen. Und ansonsten, was haben wir hier noch? Grenade. Glaube ich jedenfalls. Und ein bisschen Papier zusammengeknüllt. So. Wo lang ging es jetzt hier raus? Schon wieder keine Ahnung. Wieder viel zu lange nicht mehr gespielt. Aber ihr kennt es ja mittlerweile nicht anders. Von daher... Oh, Dokumente. Okay. Wahrscheinlich habe ich die schon mitgenommen. Ich kann sie auf jeden Fall nicht mitnehmen. Es gibt ja mittlerweile einen neuen Patch 1.6.3. Wieder ein paar Bugfixes. Aber ja, wir wissen doch alle, dieses Spiel wird niemals komplett bugfrei sein. Aber darauf kommt es auch gar nicht an. Es läuft mittlerweile ziemlich gut, wie ihr sehen könnt. Der Konvoi. Habt ihr ihn unter Beobachtung? Das ist das Wichtigste. Ja, Carol belauscht hin und wieder ihre Kommunikationskanäle. Alles läuft wie geplant. Bis jetzt. Was war das denn für eine komische Drehung gerade bei ihr? Ui, was Blaues. Das erledigt sich nicht von selbst. Ui, Euro-Dollars. 68.000. Das erledigt sich nicht von selbst. Was denn? Lass mal die Tür gewaltsam öffnen. Auf mit dir, blöde Tür. Komme ich da eigentlich auch wieder hoch? Ja, ne? Ich bin hinter dir, Panam. Gehen Sie vor, ich folge Ihnen möglichst auffällig. Nochmal Euro-Dollars. Und ein Handfächer. Ganz wichtig, Leute. Ein Handfächer. Noch eine Disk. Und ich glaube, jetzt haben wir auch alles. Ah, da sitzen sie ja schon, die Kollegen. Halt deinen Arsch für eine Minute. Und atme tief durch. Was hat, alles ist was hat Judy... Der Konvoi ist schon unterwegs in unsere Richtung. Was hat denn Judy gerade? Mir geht's gut. Danke nochmal, du weißt schon wofür. Bist mein Buddy, ich hoffe, das weißt du. Maiko hat sich immer noch nicht gemeldet, aber bestimmt bald. Ich sag Bescheid, wenn ich was Neues weiß. Alles klar. Okay. Neue Mission Piskes. Boah, hier wird die Klampfe gespielt, wie geil. Bedenken wegen Saul? Musst gar nicht so nervös sein. Ist nicht die erste, die sich gegen Saul auflehnt. Ach, spar dir die Anekdote. Ich brauche keinen Trost. War es jemand, den ich kenne? Kannte. Scorpion. Er kam aus dem Krieg zurück. Hatte den Kopf voller neuer Ideen. Und einen Haufen neuer Kontakte. Wollte Saul überzeugen, dass wir uns Snake Nation anschließen. Meinte, das würde uns stärker machen. Davon hat er mir nie ein Wort gesagt. Was hat Saul gemacht? Saul hat ihn regelrecht fertig gemacht dafür, der Familie Ärger zu machen. Scheiße, er hat ihm ein Jahr lang keine Jobs gegeben. Na, das ist ja ein Trost. Danke. Du meintest selbst, du brauchst keinen... Kommt, Leute, stoßen wir eine Runde auf Scorpion an. Wir sollten einen trinken. Auf Scorpion. Auf Scorpion. Und auf Jackie. Und auf Jackie natürlich. Ganz besonders auf Jackie. Uralkombinat. Mein Gott. Ganz kurz mal was schauen.
Bewegungsschärfe aus. Genau. Hä? Ah, ich hab das doch an die Schärfentiefe ist klar. Raytracing aus. Die Ultrasachen haben ja gesagt, eigentlich. Ey, warum hat er jetzt mir alles umgestellt? Das ist hier irgendwie blöd. Chromatische Aberration ist aus. Das ist aus. Das ist anwenden. Danke. So, ach, weil ich mal A aus Versehen auf F1 gedrückt habe. Ihr redet nicht viel vom Krieg. Was gibt's schon zu sagen? Wir haben einen in einen Panzer in Mexiko gesteckt und gesagt, volle Kraft voraus, Soldat. Dann konnte man wochenlang mit sich selbst oder der Bord-KI reden und sich mit Jod vollpumpen, weil der Geigerzähler keine Ruhe gegeben hat. Mhm. Ich krieg Ausschlag am Arsch, wenn ich nur daran denke, in diesem kochend heißen Sarg zu sitzen. Aha, aber eure Arsche in den Basilisk zu schwingen, könnt ihr kaum erwarten, hm? Das ist anders. Vollkommen anders. Wirst schon sehen, wenn du drin sitzt. Ich nehme noch einen. Ich versuche, ein bisschen zu schlafen. Okay. Wird noch eine Weile dauern, bis der Konvoi hier durchkommt. Ganz schön kalt geworden, hm? Eigentlich nicht. Aber das ist schön. Wollen wir zusammen etwas Schlaf tanken? Ich lieg einfach nur eine Weile hier neben dir und bestaune die Sterne. Ist das etwa noch ein Fachgebiet von dir? Hast du auch Sternkarten in deiner Bibliothek? Na klar. Das da ist der große Wagen. Und siehst du den kleinen flimmernden Stern rechts davon? Ja. Echt? Shit, dann sind die Bremslichter vom Wagen im Arsch. Hahaha. Gute Nacht, Wie. Ach, Wie, der alte Romantiker. Okay, da kommen. Sind alle bereit? Was? Wie? Was? Wir fahren. Was? Okay, ja, okay, komm. Ich steh schon auf. Ich bin wach, Warte ganz kurz, da ist irgendwas nicht, wie es sein sollte. Mein Auge erkennt das sofort. V-Sync ist an, ist eigentlich alles an. Okay. Es sah nicht so nach V-Sync gerade aus. Steig in das Fahrzeug. Darf ich in den hier? Der sieht geil aus. Naja, ich verstehe schon, ich muss in den hier rein. Ready to rumble. Fertig, wenn du es bist. Wo fährt denn... Okay, fährt der richtig? Ich weiß nicht. Der hat gerade so ein bisschen rumgeruckelt. Wir ruckeln ja auch so ein bisschen rum. Kein Problem anscheinend. Mehr Geschwindigkeit. Uralkombinat, los geht's. Okay, okay. Das Ding da? Wir sind immer noch zu langsam. Wie? Schieß endlich den scheiß Koppler weg! Ja, ich bin dabei. Ich sehe sie. Und
umzingelt sie, sobald sie abgeschnitten sind. Scheiße! Arsch. Nicht schon wieder! Militech? Okay, okay. Oh Gott, Speicher nicht möglich. Haben wir alles? Oh, ich will die Militärkarre. Ich krieg die Militärkarre. Nice. Ja, hier sind noch Items, die wir noch mitnehmen. So. Steig in das Fahrzeug. Okay, ich darf also nicht in die Militärkarre. Aber ich habe die Militärkarre. Hi, Panam. Oh, da ist noch ein Item. Naja, gut, jetzt ist egal. Jetzt sitzen wir hier drin. Ja, überfahrt sie noch. Bam, bam. Okay, was ist mit dem da los? Keine Ahnung. Hinterher. Scheiße. Es hat funktioniert. Natürlich hat es das. Genau wie ich gesagt habe. Ja, beklauen wir einfach mal Militech. Aber wie? Sei froh, dass du nicht mithelfen musst, diesen Haufen Schrott zusammenzusetzen. Für Mitch und Teddy geht der Spaß erst richtig los. Basic Mitch. Am Opi die Tür. Ich kann mit ihm reden, wenn du willst. Nein, danke. Das erledige ich lieber selbst. Triff dich mit Saul. Hi, Saul. Guck mal, wir haben was für Militech. Wo ist Saul? Da ist Saul. Dreh dich einmal um, ist Saul weg. Jetzt geht's los. Was hat das zu bedeuten? Siehst du doch. Das ist der Basilisk. Ich sehe nur zwei Trucks mit riesigen Militech-Logos. Verdammt, Panam! Das sieht man aus meilenweiter Entfernung. Glaubst du, wir hätten nicht schon genug Probleme? Die Ruffen könnten jeden Moment hier auftauchen. Und jetzt müssen wir uns auch noch um Militech sorgen machen. Schnauze! Fogg! Halt endlich dein Maul! Du willst für immer den Konzern die Stiefel lecken? Schön! Dann mach doch! Dann nehmen wir den Basilisk als Andenken daran, was diese Familie einmal war. Oder vielleicht können wir uns einfach das nächste Mal verteidigen, wenn wir angegriffen werden. Sobald ich mit Biotechnica fertig bin, halten wir eine Versammlung ab und reden über das hier. Und dich. Bis es soweit ist, schaffst du gefälligst diese Trucks hier weg. Und der Basilisk? Können wir ihn zusammensetzen? Macht, was ihr wollt. Geht mir aus den Augen. Was für ein Trottel. Mitch, ihr beide bringt die Trucks nach hinten. Wir müssen entladen. Gut, aber was machen wir dann mit denen? Oh, ich hab ne Idee. Hast ein ziemliches Organ. Danke. Ich glaube, das letzte Mal, als ich so geschrien habe, war ich 10 Jahre alt. Scheint alles nach wie vor zu funktionieren. Alles in Ordnung bei dir? Ja, natürlich.
Obwohl die große Zugentführung der lustigere Teil von all dem war. Wenn du mich wieder brauchst, ruf einfach an. Wie? Das werde ich. Mach dich auf einen Anruf gefasst. Ich warte hier. Bis dann. Also ich warte natürlich nicht hier, aber ich werde warten. Und ich will diese Karre hier, die sieht geil aus. Natürlich. Geht das nicht. Naja, gut. Das haben wir alles geklärt. Queen of the Highway. Okay, verlasse das Lager und warte, bis der Basilisk bereit ist. Okay, das wird sich wahrscheinlich dann bei mir melden. Wird sie sich wahrscheinlich bei mir melden. Dann haben wir... Cinnamon. Langsam kann ich in der Stadt echt ein paar mehr Sachen machen. Ja, also hier habe ich irgendwie schon alles gemacht, ne? Aber ich habe mit Dakota Smith echt noch gar nicht so viel gemacht. The Race noch gar nichts. Hier ist noch eine Nebenmission. Da ist noch ein Auftragskill. Da sind noch drei Cyberpsychos. Don't lose your mind. Oh, kehre zum Delamain HQ zurück. Das können wir das nächste Mal machen. Genau, wissen, wie es bei Delamain weitergeht, weil der hat ja nun richtig, ich kann ja meine Sachen, mein Auto nicht rufen. Delamain, der hat ja richtig, Probleme, ne? Mit dem Virus. Was auch immer da gekommen ist. Cool, ich habe ein neues Motorrad. Naja. Ich bin halt echt ein bisschen am Arsch. Ich glaube, ich muss mal ein bisschen weiter nach vorne zur Straße. Ja, so lange, bis ich meine Karre rufen kann. Was ist mit meiner Karre los? Da, jetzt kann ich meine Karre rufen. Ja, natürlich den Caliburn. Yep, der kommt nämlich direkt angeflogen. Ja, wunderbar, ne? Also eine neue Version mit Bugfixes, Leute. Mit Bugfixes. So, rein in den Caliburn. Oh Gott. Ganz kurz. Habe ich bei Sound... Genau, ist okay. Perfekt. Radio. Aua, was war das denn? Ja, passt. Yeah. Boah. Boah, ich bin schon... Alter, was ist los hier? Ich bin zuletzt eine Menge Need for Speed gefahren. Ich bin schon lange kein Auto mehr in Cyberpunk gefahren. Vor allem keinen Caliburn. Natürlich. Dann sehen wir uns. Ja, erstmal schnell Delamain. Danach Judy. So, wir fahren mal ein bisschen aus dem Innenbereich hier. Schön rein nach Night City mit Top Speed. Wollte gerade schon sagen.
Oh, NCPD-Aktion. Ja, ich habe keinen Bock auf ein bisschen NCPD. Hey Leute, mein Name ist V und... Mein Name ist V und ich baller gerne rum. Oh fuck, das war ein Zivilist. Ich hab einen Zivilist mit abgeknallt. Das wollte ich nicht. Tut mir leid, Leute. Tut mir leid, das wollte ich nicht. Tut mir leid, ich habe einen Zivilisten leider erwischt. Das war nicht Ziel meines Auftrags. Halt ihn ab! Verletzt! Ja, bin ich, aber wisst ihr was? Ja, also als böse Jungs taugt ihr alle recht wenig. Mhm. Da geht er auf die Knie. Komm, gib Items. Ui, ist auch ein schönes Autochen hier. Was zur? Items. Hey, Widerstand ist zwecklos. Hä? Wer sagt es? Was zur? Macht ihr Jungs hier? Nein, nein, nein! Du darfst nicht tot sein! Okay, Leute. Keine Ahnung, was hier gerade war. Aber die Jungs wollten Dresche. Die haben sie bekommen. Deine Karre interessiert mich nicht. Ich hab den Caliburn. Der ist eh geiler. So, ja, 300 Meter noch. Das geht ja ganz schnell. Hey Leute, an der Stelle ist mir tatsächlich dann die Aufnahme abgerauscht. Deswegen geht's hier weiter in der nächsten Folge. Ich bedanke mich ganz doll fürs Zuschauen. Haut rein und gehabt euch wohl. Bis zum nächsten Mal. BB, euer Yuga.